Ja, Christian Schmeier, Paterberuf, Beziehungscoach und so weiter und so weiter. Psychologe. Mein neuer Kurs Passive Bindungsangst kommt bald raus. Findest du meine Arbeit auf liebeship.de. Alles rund um Dating, Beziehung und Liebe. Denk doch auch mal wieder an die Dating-Kurse, obwohl, muss ich eigentlich gar nicht sagen, die sind Renner im Programm bei mir. Und ja, heute auch mal wieder so ein Nachdenkthema, so, und zwar, was du bekämpfst, machst du größer. Also mir ist das, mir fällt das schon länger auf, wenn bei Beziehungsstreitigkeiten, wenn man jetzt so mit Wut und so gegen jemand kämpft, dass das häufig extrem kontraproduktiv ist und der Sache irgendwie nicht gut tut, oder was jetzt nicht heißt, dass man sich alles bieten lassen soll, ne? Aber es gibt halt so einen großen Unterschied zwischen Kämpfen und in der Wut sein. Das ist mir natürlich aus meiner Sicht, wie ich das immer nenne, weiter im Täter-Opfer-Komplex sozusagen. Oder so, ich sag mal, so kalt wie so ein Ninja, einfach bestimmte Entscheidungen zu treffen und Grenzen zu ziehen und sich dabei nicht verwickeln zu lassen, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber wenn du mit so einer Kampfenergie rangehst, ich meine, das kann man im Großen sehen, in der Politik kann man auch sehen, kann man auch jetzt bei diesem leidigen Impfthema sehen, dass sozusagen dieser Kampf zwischen diesen verschiedenen Meinungen, die es dazu gibt, wo ich jetzt auch jetzt gar nicht auf das Thema einsteigen, keine Sorge, aber ja, also Kampf verschärft eben 3D und Spaltung und führt ja mitnichten dazu, dass diese Gruppe, gegen die man kämpft, dass sie irgendwie eliminiert würde. Das passiert ja einfach nicht, ne? Ganz im Gegenteil, man macht es eigentlich häufig stärker so. Und wo mir das zuletzt besonders aufgefallen ist, ist so im Bereich Social Media, wo ich natürlich auch viel unterwegs bin. Da gibt es ja so, soll ich mal sagen, sehr umstrittene Influencer und Influencerinnen. Ich will die jetzt gar nicht nennen, weil ich da auch nicht auch gar nicht so beitragen will, dass das vergrößert wird, sag ich mal. Aber also wer da ein bisschen unterwegs ist, kennt da bestimmt die eine oder andere. Und was da immer auffällt, ist, dass diese Menschen dafür Dinge kritisiert werden, und diese Dinge, für die sie kritisiert werden, machen die immer wieder und immer wieder und immer wieder. So, ne? Also nehmen wir mal ein Beispiel, Kinder nicht, also Kinder zeigen, ohne dass sie verpixelt werden oder was weiß ich. Wie gesagt, ich will da jetzt auch gar nicht inhaltlich drauf einsteigen, aber was man dann sieht, ist, dass die Leute das immer wieder machen und man fragt sich so, warum? Und dann gibt es andere Social-Media-Akteure, die dann Videos dagegen machen und man richtet sich auf und warum macht die Person das? Und oder gibt es ja auch noch ganz, ganz andere Reizthemen oder was weiß ich, es werden einfach krasse Fotos gepostet, die aus vielerlei Hinsicht sehr bedenklich sind, sag ich mal, und alle regen sich auf und warum werden diese Fotos gepostet, und diese Person macht das immer wieder diese gleiche Art von Fotos, und warum macht man das, wo man ja denken könnte, man könnte ja einfach einen anderen Weg gehen mit seinem Kanal, wird man nicht so viel Kritik kriegen, aber so funktioniert es nicht so, ne? Es ist halt so, dass durch dieses Aufregen und dieses Drama, ich meine, das sieht man ja auch bei vielen Leuten, die viel Drama-Content machen, wird so ein Kanal immer größer, und durch diese Diskussionen über einen Kanal oder über einen oder einen Influencer oder was weiß ich, wird der Influencer immer größer, immer größer, immer größer, und das spielt komischerweise überhaupt keine Rolle, ob das eine positive Diskussion ist oder eine negative. Es wird einfach immer mehr, ne? Es ist ein bisschen wie dieses, es gibt keine schlechte Publicity irgendwie so, da ist echt viel dran. Und deswegen ist es so sinnlos, was ich momentan immer wieder sehe, dass über diese, also höchst umstrittenen Influencer, dass da immer wieder Videos gegen gemacht werden. Influencer XY hat wieder das gemacht, hat wieder jenes gemacht, hat wieder dieses gemacht. So sozusagen im aufklärerischen Sinne. Aber in Wirklichkeit führt das dazu, dass es immer größer wird, immer größer wird, immer größer wird. Und viele Leute, die vielleicht diesen Namen noch nie gehört haben, dann das auch konsumieren, auch dem Kanal folgen, so, ne? Und da machen wir natürlich alle ein bisschen mit, ne? Also wenn wir uns Leuten folgen, die wir eigentlich, wo wir sagen, die, das ist eine problematische Geschichte, und wir folgen denen aber, und sei es nur aus Dramasucht, ja, sind wir natürlich mit dabei,
dass das groß bleibt. Das ist einfach so, ne? Und gut, ich bin jetzt kein Medienkritiker, ist mir auch alles wurscht letzten Endes, aber das zeigt sich eben auch in Beziehungen, ne? Wenn ich, weiß ich nicht, Menschen zu Fall bringen will oder zerstören will oder ich weiß nicht was, also ich will jetzt nicht sagen in jedem Fall, aber in vielen Fällen mache ich die immer größer, immer größer, immer größer, weil du führst denen Energie zu. Und deswegen ist auch, wenn wir im Bereich toxischer Beziehungen kommt oder egozentrischer Menschen oder sagen wir mal Menschen, die sehr im Ego sind, ist es so wichtig, auf Nullkontakt zu gehen, weil es die einzige mögliche ist, also ignorieren, sein Leben weiterleben, nice, geiles Leben leben, sich gar nicht mehr darum kümmern, das ist die einzige Möglichkeit, dem keine Energie mehr zu geben. Und die Energie haben wir dann für uns so, ne? Und das sollten sich vielleicht mal viele überlegen, die so auf YouTube und Social Media unterwegs sind, dass sozusagen dieser Content gegen andere, dass es mitnichten dazu führt, dass diese anderen irgendwie kleiner werden, sondern die werden immer größer. Das ist Gesetz der Energie, es ist einfach so, ne? Und aber das wird sich sowieso nicht ändern, aber es ist einfach spannend, eben zuzugucken, finde ich. Und viele große YouTube bin ich am meisten unterwegs, also viele große YouTuber und Meinungsblogger haben ja auch einen Großteil ihres Contents, besteht ja auch daraus, sich gegenseitig zu dissen, zu haten, Reaction-Videos zu machen über das Dissen und Haten und noch eine Runde. Und es ist eigentlich nur Beef, 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 Beef und ohne irgendeinen Inhalt. Aber letzten Endes muss man auch sagen, jetzt kann man sich einen Schrieb aufregen, warum konsumieren die das, also warum machen die solche Videos? Ja, weil wir sie konsumieren irgendwie so, ne? Also das habe ich neulich mal von so einem Meinungsblogger gehört, der gesagt hat, ich mache die Videos, die am meisten geguckt werden. Und das sind eben genau diese, ne? Mit diesem Drama-Inhalt so, ne? Insofern kann man jetzt noch die Schleife machen zu Zeitungen und so, wenn man sich drüber aufregt, warum die negative Nachrichten immer so nach vorne schieben. Ja, weil sie so viel gelesen werden, so, ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, was ist die Henne, was ist das Ei? Aber eins ist mal ganz klar, wenn ihr, was weiß ich, da Online-Angebote von Zeitungen macht, wo die genau tracken können, was wird gelesen, und ihr würdet nur die positiven Artikel lesen, was meinst du, wie oft da nur noch positive Artikel werden, ne? Das könnte man gar nicht gucken, weil die gucken da, diese großen Medienunternehmen, die gucken wirklich jeden Tag, welche Artikel werden geklickt, und danach gestalten die ihr Programm so, ne? Also irgendwie hängen wir alle zusammen drin, und ich hoffe ja, dass wir es vielleicht auch mal mit ein bisschen weniger Drama geht. Aber das ist tatsächlich eine Sache, das wäre auch mal eine Frage an euch. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Brauchen wir tatsächlich so viel Drama? Ist das, das Drama irgendwie Gutes fürs Ego und für Ablenkung und für Unterhaltung, ist ja offensichtlich so, aber warum ist das eigentlich so, ne? Ist doch crazy, ne? Und das wäre mal eine Frage an euch. Also ich kann die nicht beantworten, weil dieses Drama zieht sich so durch alles durch, und Menschen suchen so viel Drama, obwohl sie es nicht zwingend müssten, dass man sich schon fragt, ist das irgendwie so ein Grundbedürfnis des Menschen, sage ich mal? Und will mich da auch gar nicht ausschließen. Ich meine, jetzt so im Privatleben versuche ich wirklich, arbeite ich auf null Drama hin, aber ich muss auch zugeben, ich wüsste ja, ich gucke gerne mal Trash-TV, kann man jetzt auch sagen, es ist Drama-Content und gut, aber wäre ein Tatort auch und was weiß ich, ne? Warum ist das so, ne? Brauchen wir diese Stimulation da oben? Ich finde es wirklich eine spannende Frage, aber wobei ich sagen würde, im Privatleben sollte man wirklich versuchen, Drama möglichst weit runterzufahren. Ansonsten sind wir halt schnell bei toxischen Beziehungen wieder. Gut, ich hoffe, das war jetzt irgendwie schlüssig. Rote Faden war heute, glaube ich, ein bisschen dünn, aber auch das war jetzt mal wieder so ein Nachdenkvideo, wo ich gerade echt viel drüber nachdenke, was ich wirklich mit Spannung verfolge, wie du immer wieder bestimmten Content siehst über andere Content Creator und in diesem Versuch, die niederzuschreiben, und wie das echt diese Leute ohne Ende wachsen. Das finde ich einfach total spannend. Finde ich super spannend. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.